Hello, ladies and gentlemen, und willkommen oder willkommen zurück zu The Binding of Isaac Repentance. Zeit für eine Challenge. Heute habe ich Zeit, heute gehen wir es an. XXXX und so weiter L. Denn ich hätte gerne Gold Hearts. Also, wir haben extrem große Floors. Das Video wird wahrscheinlich ein wenig was länger dauern. Ich bin mir gar nicht sicher, wie groß. 16x16, 24x22, wir werden es auf jeden Fall sehen. Jedenfalls haben alle Floors die Größe. Gib mir bitte keinen Speeddown. Okay. Haben alle Floors die Größe wie der XL-Floor in The Womb. Ist groß. Auf der positiven Seite, wir können potenziell mehr Pickups generieren. Es gibt dennoch nur jeweils einen Treasure Room, einen Shop und einen Boss. Was allerdings gut sein kann, ist, wenn wir Curse of the Labyrinth bekommen. Nämlich, dass zwei Floors zu einem gemerged werden. Denn dann verändert sich die Größe nicht. Und wir haben zwei Item Rooms. Also, wie gesagt, wäre nicht verkehrt. Ich gehe nicht davon aus, dass wir irgendwelche besonderen Deals bekommen. Die Chance ist einfach zu hoch, dass ich hier irgendwann irgendwie getroffen werde. Bei so vielen Floors müsste ich jetzt schon Tag X oder ähnliches finden. Sonst sehe ich das schwarz. The Game Kit, naja. Für den Anfang okay. Es ist jetzt ein bisschen so, ja, wie soll ich sagen? Es ist ein bisschen schwierig, die richtige Herangehensweise herauszufinden. Auf der einen Seite möchte ich natürlich schnell sein, auf der anderen Seite aber brauche ich Items und Zeug. Wobei schnell natürlich relativ ist. Ich muss nicht schnell sein. GameKit, ja, können wir uns vielleicht mal für einen Boss oder für einen echt ekelhaften Raum aufbewahren. Würde ich wahrscheinlich sogar erstmal behalten. Mit einer Batterie könnte das aber ziemlich gut sein. Denn hier steht wirklich alles im Zeichen davon, schnell durch diese Räume zu kommen. Denn diese Challenge wird dauern. Aber glaubt mir, die Belohnung ist es wert. Gold Hearts. Wie gesagt, gute Items, gute Hearts. Einen weiteren Herz-Stil haben wir ja schon bereits, beziehungsweise mehrere. Wir haben ja auch schon die Bone Hearts. Gold Hearts droppen Gold. Geld. Fuck. Wenn wir getroffen werden, während wir eins aktiv haben. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das sicherlich bei... Ich sag mal noch eine Chariot-Karte. Dass das bei einigen Charakteren häufiger der Fall sein wird. Weißt du was? Ja. Keine Ahnung, ob das sinnvoll war, die zu verwenden, aber... Warum soll ich es im Inventar behalten, wenn ich sowas quasi auf Abruf auf meiner Leertaste habe? Schön wäre natürlich, ein bisschen mehr Geld zu finden und... Wenn möglich, auch noch den Shop. Aber wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Wenn er uns quasi durch... Oh. Can convert him into blue. Effect may consume hearts needed. Okay. Ja, keine Ahnung. Mal gucken. Da ist auf jeden Fall der Boss. Natürlich. Weißt du, die ganze Zeit werde ich nicht getroffen. Und von den simpelsten Gegnern, von Dips, lasse ich mich erwischen. Wir haben aber auch wirklich keine guten Stats. Was mit Isaac aber nicht so verwunderlich ist. Wie ihr seht, oh, Isaacs Item for free. Wie ihr allerdings seht, Moment. Haben wir auch keinen D6. Evil up. Ein paar Bomben haben wir. Was ich auf jeden Fall gerne machen wollen würde, wisst ihr was, ich glaube, ich nehme das sogar mit. Ich glaube, ich nehme das mit, weil ich Bomben brauche. Und ich hoffe einfach mal, dass wir einige Tinted Rocks finden. Da ich ja schon sagte, dass wir wahrscheinlich keine Special Deals bekommen werden, brauche ich hier auch mir selbst nichts vormachen. Wenn ich getroffen werde, werde ich halt getroffen. So ist es. Trotzdem würde ich gerne ein paar Item Rooms finden. Auch wenn wir nur, und ich sage das ganz bewusst vorsichtig, nur bis zu Mom's Heart müssen.
So, diesmal habe ich es hoffentlich klug gemacht. Ja. Stapler, Damage up, cool. Und auch das da oben nehmen wir mit. Denn dafür habe ich endlich, dafür habe ich ja das Matchstick mitgenommen. Es ist übrigens super schwierig, hier die Secret Rooms zu finden. Da könnt ihr euch vorstellen. Nicht unmöglich, aber ich glaube nicht, dass ich danach explizit suchen werde. Vielleicht hier und da mal. Seht ihr? Seht ihr? Der Stapler war wirklich sehr hilfreich hier. Das kann echt eine Menge ausmachen, auch wenn es nur ein Damage-Up ist. Bin ich trotzdem einverstanden mit. Ihr wollt mir echt Mimiken andrehen, ha? Huh? Könntet ihr euch selbst verbrennen? Wäre das möglich? Wow. Ja, ist möglich. Da muss ich das nämlich nicht machen. Geld für den Shop hätten wir. Müssen wir ihn nur noch finden. Das ist einer dieser Räume, die ich absolut nicht verstehe, wie man da kein Damage nehmen soll. Ach so, das erklärt's. Okay. Shot speed up, speed down. Was habe ich gerade gesagt? Range up. Ja. Jetzt bin ich committed. Aber wir können schon noch an Speed up kommen. Ich meine, mit der Challenge, ich weiß einfach, dass die länger dauern wird. Von daher brauche ich mir auch nichts vormachen. Die Zeit nehme ich mir aber jetzt. Ein Batterie-Item wäre trotzdem ziemlich cool. Wir haben auch noch die Fragezeichen-Card unten. Das heißt, wir können den Game-Kit auch nochmal verwenden. Und das werde ich auch tun, wenn es nötig ist. Tatsächlich mit dem Health, das wir aktuell haben, würde ich, wenn es dazu käme, auch in den Devil-Deal gehen. Man darf ja noch träumen, oder? Definitiv. Wahrscheinlich die längste Challenge. Nicht die, für die ich am längsten brauche. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Das wird nämlich ultra hart sein. Mit Garantie wird es das sogar. Aber so von der reinen Playtime her, glaube ich, dass es nichts gibt, was hier rankommt. Selbst mit viel Glück. Was natürlich super geil wäre und uns auch extrem viel Zeit sparen würde, wäre, wenn wir die Karte finden könnten. Oder ein Planetarium, was ich hier aber definitiv nicht versuchen werde. Wäre sicherlich klug, ein Planetarium zu nehmen mit Sol oder Luna. Aber nee, wirklich nicht. Nee, nee. Wir haben echt einen gefunden. Und da war echt Scheiße drin. Und wenn ich jetzt noch getroffen werde, wäre alles perfekt. Prima. Super habe ich das gemacht. Perfekt. Item Room Shop. Ich kann da sowohl umsonst rein als auch umsonst raus, ne? Aber warum soll ich das machen? Okay. Chance to block damage. Okay. Defensiv aufgestellt. Finde ich gut. So ein Shop oder der Boss. Eins von beiden. Wie gesagt, einen Shop muss ich nicht unbedingt finden. Wenn ich keinen finde, ist es nicht schlimm. Und wenn ich einen habe, nehme ich ihn mit. Mit ein bisschen mehr Geld und ein wenig Glück könnte da sogar eine Reroll-Maschine drin sein. Wie gesagt, gibt ein paar gute Items aus dem Shop. In dem, also Items, die ich normalerweise komplett useless finde, können hier recht viel bewirken. Full Health. Nee. Ich denke nicht, dass wir die benötigen. Das Schlimme ist natürlich in so einer Challenge hier, wenn wir zu später Stunde sterben. Das ist super ärgerlich. Dann müssen wir nämlich alles neu machen. Ich habe mal kurz gezögert mit meinem Angriff, weil ich überlegt habe, möchte ich
mein Spacebar-Item verwenden. Ich sollte damit echt nicht geizen. Wirklich nicht. Und wenn es sich anbietet, ich meine, es gibt Räume, da brauche ich es einfach nicht verwenden, deswegen schieße ich nicht direkt los beim Betreten eines Raumes. Aber es gibt wirklich Räume, wo ich denke, hättest du es mal besser gemacht. Hier zum Beispiel. Auch wenn es nur zwei Gegner sind. Ich hasse diese Gegner. Deswegen übrigens. Habt ihr gesehen, wie unglaublich nervig sowas ist? Naja. Batterien haben wir tatsächlich, glaube ich, noch gar keine gedroppt, oder? Und ihr seht hier übrigens, wie groß diese Floors sind oder werden können. Und wir sind noch nicht beim Boss und sind schon bei 10 Minuten. Aber hey, wenn wir es schaffen, haben wir es hinter uns. Und wenn nicht, dann nicht. Habe ich gut kombiniert. Nennt mich Sherlock. Zunächst ein geiles Tier 4-Item, was mir hilft, Rooms schnell zu klären. Terra wäre übrigens auch ein sehr geiles Item aus dem Planetarium. Wisst ihr, dass das Sinn macht? Denn hier könnte Galb drin sein. Beziehungsweise Galbt Penny. Ist es nicht, aber wir haben auch keinen Verlust. Nein, wir haben sogar 2 plus gemacht. Macht Sinn. Ja. Das ist gut. Ich glaube, langsam lasse ich es aber auch gut sein mit meinen Pillen. Irgendwann reicht. Bis hier, ich muss mir das immer anhören. Warum hast du wieder Pillen gefressen? Natürlich hast du verloren. Du bist scheiße. Weißt du, sowas kommt dann. Und wenn ihr mich auch beleidigen wollt, dann kommt auf den Discord. Schoolback, ja, wisst ihr was? Den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Was war das für eine Pille? Ist das die One Makes You Small? Full Health. Nee. Jetzt bin ich froh, dass ich noch nicht gedrückt hatte. Jetzt können wir drücken. Cool, ein Treffer. Nice. Egal, wenigstens sind die Geister weg. Die sind schlimm. Ich könnte sogar meine Bomben relativ offensiv verwenden. Ups. Ah, hat getroffen. Ich wollte gerade sagen, ich kann meine Bomben ziemlich offensiv verwenden. Wir sind noch bei 11, haben immer noch das Trinket für mehr Bomben. Also nicht verkehrt. Komm, gib mir was Gutes. Tanz, Isaac. Wisst ihr, dass ich überlege, das Necronomicon mitzunehmen? Doubles all room clear rewards. Das Necronomicon, wenn das Herzen kosten würde, hätte ich es mitgenommen. Ich mach's trotzdem. Einfach, damit wir zwei Arten haben, um die Rooms zu cleanen. Vielleicht können wir das dann immer abwechseln. Für sowas zum Beispiel. Perfekt. Besser geht kaum. Kaum. Jetzt ist nämlich unser Gamekit wieder ab. Hätte ich hier nicht unbedingt machen müssen. Aber unser Necronomicon ist ab. Branch ab. Okay. Was haben wir hier noch? Schöner Tausch. Ich glaube, wenn ich jetzt noch irgendwie zusätzlich an Soul Hearts käme, wäre das echt klug. Ich muss das jetzt mitnehmen. Ich habe keine Lust, dann später nochmal hier hinzulaufen. Wenn ich getroffen werde, mein Gott, dann ist es so. Selbst schuld. Aber ich habe wirklich keine Lust, jetzt hier wieder und wieder und wieder und wieder hinzulaufen. Logistisch betrachtet schlecht. Wenn ich mich nie treffen lasse, dann egal. Wem mache ich was vor? Natürlich werde ich getroffen. Die Frage ist nur, schaffe ich es bis dahin, noch ein Soul Heart zu bekommen? So. Vielleicht sollte ich trotzdem nicht so blöd damit umgehen und es wirklich nur dann verwenden, wenn ich es auch muss. Oder wenn es sich anbietet. Sagen wir es mal so. Müssen ist immer so eine Sache. Da haben wir auf jeden Fall recht viel Glück gehabt, dass wir schon wieder den Item Room gefunden haben. Und ihr habt gesehen, wie lange das dauern kann, bis man einen Boss findet. Okay,
Ist okay. Nicht super, aber ist Damage. Deswegen nehmen wir das gerne mit. Ex-Lex. Nö, wisst ihr? Ich glaube nicht. Oh, den Shop haben wir auch. Aber kein Geld, ne? Ne. Buchstäblich nichts. Trotzdem gehe ich gucken. Okay. Gib mir was. Fuck you. Ich brauche drei Geld. Egal, die kriege ich bestimmt noch irgendwie. Irgendwie kriege ich die. Hm. Ich weiß, was ihr vorhattet. Nett mit mir. So, jetzt machen wir das Buch nämlich auch wieder voll. Und dann gehen wir gleich erst in diesen großen Raum daneben an. Drei Geld? Ein Geld. Ein Secret-Raum für den lieben Saffe? Ja. Ein Geld? Zwei Geld! Huzzah! Dedian. Wenn man ein lieber Saffe ist, kriegt man so etwas. Wenn nicht, dann auch. Da muss man nur lauter schreien. Okay, jetzt brauchen wir nur noch den Boss zu finden. Ne? Game Kit bietet sich hier an. Goldene Bomben, ha? Huh? Ja. Ist natürlich bei XXL Floors sehr hilfreich. Da habe ich Geld gehört für den lieben Saffe. Unser Buch ist voll. Dann gehen wir da oben in den Doppelraum. Ja, weißt du, dafür vielleicht nicht mal unbedingt. Dafür nicht. Ich glaube wirklich, das war die richtige Wahl, die wir da getroffen haben. Hätte ich nicht gedacht. Aber hier geht es wirklich... Also, natürlich geht es immer noch darum, das Ganze zu schaffen. Das ist immer noch das Wichtigste. Würde ich das riskieren? Hier im Shop war nichts. Aber wir haben unendlich Bomben, ne? Man könnte das natürlich mit dem Game Kit verbinden. War ein bisschen weniger drin, als ich mir erhofft hatte. Aber hey. Wir haben keinen Damage genommen. Was will ich mehr? Brauche ich mich absolut nicht beschweren. Buch ist wieder voll. Mit Bomben können wir kämpfen. Und wenn wir zu Gegnern kommen, die extrem nervig sind, haben wir zwei Möglichkeiten auszuweichen. Ist doch gut. Ich das mal freiwillig mitnehme für drei Soul Hearts. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Aber ja. Alles im Sinne von Zeitersparnis. Und wisst ihr, ich kriege schon wieder Panikzustände, wenn ich an diesen komischen Raum denke, mit diesen ganzen Lücken, wo man sich nur eng nach vorne bewegen kann. Und diese komischen Diktas. Ich hasse diesen Raum. So. Ne. Gib mir ja zwei Aufladungen, ne? Schade, dass ich da nicht drankomme. So, wir sollten trotzdem schauen. Es wäre immer noch sehr gut, wenn ich weitere Herzen kriegen könnte. Nicht die, sondern... Ah, schon wieder falsch. Aber hey, unendlich Bomben. Guess what? Ah, ein paar... Soul oder Black Hearts. Denn wie gesagt, es ist nicht so schwierig, diese Challenge zu schaffen, aber es ist ausdauernd. Und es werden sich irgendwann hier oder da logischerweise Fehler einschleichen, die verhinderbar gewesen wären. Es ist schwierig, wenn man dann so lange die Konzentration halten muss. Wohin mit dir? Übrigens heilen wir uns mit dem Game Kit auch. Nein. Ja. Ich denke schon.
Das könnte ein ziemlich guter Stat-Buff sein, vor allem weil wir zwei Items haben. Und nur eins davon muss voll aufgeladen sein, damit wir diesen Buff kriegen. Und ich glaube, da ist auch Movement Speed dabei. Sehen wir ja gleich. Gutes Timing auf jeden Fall. Denn wenn wir jetzt gerade eh unendlich Bomben haben, kann ich dieses Matchstick auch jetzt austauschen. So, seht ihr? Da kriegen wir einen ziemlich guten Buff. Und solange wir das Gamekit nicht verwenden, behalten wir den Buff auch. Deswegen Schoolback. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Was? Kriege ich die Stats zweimal? Nein, ne? Ich glaube nicht. Und Bomben kriegen wir immer noch. Sehr schön. Ups. Der ist aber ein großer. Ich glaube, das war die Dark Rune. Oder Black Rune. Die macht... die absorbiert, glaube ich, alles an Items im Raum. Ähnlich wie Void und gibt uns Stats für alles. Bei einer Blank Rune weiß man natürlich nie, was da jetzt eigentlich passiert. Schöner Raum. Gerne mehr davon. Gib. Okay, wir können uns auf jeden Fall schon theoretisch zwei geile Items holen. Hey, und da ist der Boss. Prima. Ich habe diese Challenge wirklich lange vor mir hergeschoben, weil ich weiß, das ist nicht die interessanteste zu gucken. Aber was soll ich machen? Der Reward ist leider zu gut. Ich weiß, dass ich mit Bomben angreifen kann, aber ich tue mich da teilweise schwer, mir das zu timen. Manchmal klappt es aber. Wie jetzt? Oh, sehr schön, ein Devil Deal. Ach, das ist alles nicht gut. Gimpy könnte man sich überlegen. Taking damage has a chance to spawn a soul heart. Aber eigentlich... eigentlich nicht. Wenn, dann das für Conjoined. Aber, nee. Nee. Schade. Alright. Nein, definitiv nicht. Und Telepilz. Bei so einem Floor. Hm. Ja, den gibt's halt, ne? Was ich wirklich gerne hätte, wären Speed-Uphillen. Liberty Cap, vergiss es. Ich bin gar nicht so weit weggeflogen, wie ich gerade sehe. Natürlich gehen wir nicht in den Deal da hinten rein. Warum sollten wir auch? Macht doch keinen Sinn. Drei Treffer, gut. Bei den Dingern muss ich meistens mitzählen. Will ich die Telepilz verwenden? Ich meine, warum sollte ich es nicht tun? Ne? Es ist nicht so... dass ich überhaupt irgendwas damit anfangen könnte. Im Worst Case komme ich in einen Raum, wo ich was mit anfangen kann. Ich bin einfach einen Raum zurückgekommen. Okay. Kann mir jemand, der gut in Mathe ist, bitte ausrechnen, wie hoch die Chance ist, dass das passiert? Ich weiß nicht, wie viele Räume es gibt. Ich werde diese Info nachreichen. Ach so. Ah, okay. So funktioniert das. Okay. Das Item muss ausgerüstet sein. Okay. Okay. Verstanden. Gut. Ich dachte, es würde reichen, weil so wie es klang, hätte es gereicht, wenn wir ein aufgeladenes haben. Aber der Schoolback wird dafür nicht mitberechnet. Okay. Das heißt, ich muss es also aktiv austauschen. Okay. Ja gut, dann weiß ich da Bescheid. Ja. Ich dachte mir schon, dass das passiert. Aber ich wollte es verwenden, um nicht getroffen zu werden. Hat leider nicht geklappt. Naja. Schwamm drüber. Nope. Das riskiere ich nicht. Das machen wir für den Stat-Buff.
Und auch hier wieder schöne einer nach dem anderen, ne? Das Baby macht schon seine Arbeit gar nicht mal schlecht. Trotzdem. Schade es nicht, wenn es auch noch ein bisschen Unterstützung von mir erhält. Okay. Hat natürlich nur eine relativ kurze Range. Aber da beschwere ich mich gar nicht drüber. Schön wäre ein Shop. Auf jeden Fall. Der Raum ist gar nicht so wild, wie er aussieht. Knapp. Ja, musste passieren, ne? Musste passieren. Wisst ihr, das Problem war diese eine rote Fliege, die da war. Weil die halt auch in Tränen ausbricht. Genau davor hatte ich Angst. Naja. Hey, hier können wir unser Ding voll machen. Okay. Wir könnten sogar mit ein bisschen Glück von ihm ein Battery-Item bekommen. Das wäre natürlich das Allerbeste, was passieren kann. Aber unwahrscheinlich. Da sind zwei Herzen, ja. Wir geben ihm noch einmal das, genau. Ja, okay, dann nicht. Oh. Vielleicht wäre es klug gewesen. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ich meine, ich muss nicht zwingend eine Batterie haben. Es wäre aber einfach hilfreich. Guter Raum. Hätten wir den auch abgehakt. Eine Bücherei. Ha. Vielleicht was für einen Bookworm. Ha? Was mir wären Soul Hearts lieber gewesen, wenn ich ehrlich bin. Okay, ist aber für den Bookworm. Passt also. So, jetzt überlege ich, lasse ich das Game Kit hier und nehme das Monster Manual mit. Das macht, glaube ich, echt Sinn auf so einer hohen Ebene. Hat allerdings 6 Aufladungen. Das Necronomicon nehmen wir auf jeden Fall mit. Will ich das Game Kit haben? Ja, wisst ihr, ich glaube, ich bleibe dabei. Ich bin eigentlich zufrieden damit. Eigentlich ja. Nö. Oh, du bist aber groß. Was hier wirklich hilfreich wäre, wäre natürlich dieses Item, was uns permanent erlaubt, Items doppelt aufzuladen. Denn es gibt halt Räume, da müssen wir nicht zwingend die Items verwenden, die wir da gerade haben. Echt schade, dass da gerade kein Soul Heart war, aber hey. Tragisch ist es auch nicht. Okay. Ach, ich wollte die Trollbomben auf dieses Ding, was auch immer es ist, schießen. Nö, dafür nicht. Die bewegen sich, glaube ich, nicht. Das heißt, auch hier aus sicherer Entfernung, wie ein Feigling, schießen wir das Ding ab. Und Gott sei Dank haben wir 2 Range-Up-Pillen gefressen. Nein. Das andere wäre wahrscheinlich besser gewesen. Also, gebt eure Tipps ab. Ist es Greed oder ist es kein Greed? Ich sollte vielleicht fragen, ist es Greed oder ist es Super Greed, hm? Weder noch. Experimental Pill. Das ist alles super schlecht übrigens. Kann ich wirklich nichts mit anfangen. Gar nichts. Ich hoffe einfach nur, dass die nächsten Shops, die wir finden, wenigstens noch ein Stück weit hilfreich sind. Wisst ihr, was auch schön wäre? Wenn jetzt hier der Mushroom wäre. 1% Chance, never lucky.
Ich denke, wir halten uns aber wirklich noch ganz ordentlich. Wisst ihr, bei solchen Challenges, beziehungsweise bei der Challenge, finde ich es jetzt auch gar nicht schlimm, wenn man falsch läuft. Weil hier ist es wirklich nur einmalig der Fall. Weißt du, das ist ja... Das ist der, die Quintessenz der Challenge, zu sagen. Alles ist extrem riesig hier an Räumen oder an Layouts. Und dann finde ich es okay. Ich bin zwar kein Freund vom Stalling, habe ich ja schon mehrfach jetzt auch gesagt. Von Gegnern, die sich einfach nur verstecken und einfach nur Zeit hinauszögern. Aber hier finde ich es tatsächlich okay. Ich finde es nicht gut, aber ich finde es okay. Weil das ist halt was Besonderes bei dieser Challenge. Ich glaube... Ich meine, es könnten Tiers Up sein, ne? Das ist gut. Das ist gut. Okay, shit. Ich habe nicht aufgepasst. Oh, lucky me. Da wurde ich von der Maske beschützt. Alright. Good. Health Up, Damage Up. Nehme ich... Dann kann jetzt der Boss kommen und schaut mal, wer da ist. Möchte ich mein Geld für dich ausgeben? Weißt du was? Ich glaube schon, weil du kannst die Karte oder den Kompass droppen. Und bevor ich mein Geld nachher versuche, wieder mit ins Grab zu nehmen, weil mir wieder Greed oder Super Greed in die Quere kommt, gebe ich es lieber dir. Vielleicht gibst du mir Health ab. Und weißt du, was ich damit machen würde? Es bei Satan da drüben direkt eintauschen. Wenn er kommt. Auch gut. Die Moon-Karte verwenden wir gleich im nächsten Floor. Macht keinen Sinn jetzt hier. Jetzt haben wir gerade den Boss gefunden. 22 Bomben. Ich habe überlegt, will ich eine Bombe legen? Ich werde mich selber treffen. Naja, geht auch. Ich werde mich selber treffen, Leute. Okay, sehr schön. Wieder ein Devil Deal und wieder ein Hard Container. Okay. Krampus? Krampus. Wisst ihr, der hat tatsächlich nichts Tolles. Krampus Head? Oder Lump of Coal? Lump of Coal ist aber besser. Mehr Damage, je weiter die Dinger fliegen. Ist schon gut. Natürlich trotzdem schade. Sowas wie Brimstone wäre natürlich schöner gewesen. Ja, ich habe Herzen vergessen. Scheiß drauf. So. Okay. Nehme ich. Sehr schön. Brauche ich. Brauche ich? Vielleicht. Wie komme ich hier raus? Da. Was mir viel wichtiger als dieses Immunität gegenüber Spikes ist, ist einfach nur diese zwei Soul Hearts. Speed up? Ne. Kann ich nicht machen. Würde ich gerne machen, kann ich nicht machen. Nicht mit dieser Vibrant Bulb, die wir da unten haben. Die ist einfach viel zu gut. Diese Stats möchte ich nicht weggeben. Denn wir haben relativ häufig ein vollgeladenes Item. Wenn ihr auch da seid. Wow. Geil. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr auch da seid, dann macht das ja richtig Sinn. Hat's aber nicht. Uff. Good guy, kleines Baby. So. Saffe sucht einen Shop. Saffe sucht einen Itemraum. Das wäre perfekt, wenn ihr Kinder habt und ihr ein Buch möchtet mit dem Titel Saffe sucht oder sogar eine ganze Serie. Sagt mir Bescheid. I make it work. Ich würde es meinen Kindern zwar nicht geben, aber hey. Heißt ja nicht, dass ihr das nicht machen könnt. Ihr müsst ja auch an die zukünftige Generation der Let's Player denken. Wobei, dann sollte ich wahrscheinlich irgendwie
Videos machen, wie man in Minecraft ordentlich ein Floss tanzt. Ne? Tschüss. Bisher sind die Räume aber wirklich noch human. Muss ich ehrlicherweise zugeben. Kann wirklich viel, viel schlimmer sein. Ein ganz kleiner Spinner. Die war ja klein. Jetzt, ich komme von der Idee nicht weg. Wisst ihr? Saffe sucht. Ich frag mal klein an. Ich frag mal, ob J.K. Rowling oder so Bock hat. Was ist denn das Äquivalent zu einem Let's Play Together bei einem Buch? 58 Münzen und Restock. Ha! Da werden wir Spaß haben, hoffe ich. Ich muss nur den Shop finden. Sonst kein Spaß. Mach das Ding da kaputt, das explodiert nämlich. Und dann machst du die anderen auch noch kaputt. Ich glaube, da kriege ich immer noch Damage. Wisst ihr was? Ja, versuch mal. Hat super geklappt. Ich bin, wie gesagt, nicht bekannt für meine Ideen. Wir sind, oh Gott, bei 34 Minuten. Aber hey, ich fange jetzt nicht an, wieder an mich zu entschuldigen. Ihr wusstet, auf was ihr euch einlasst. Ihr habt den Titel des Videos gelesen. Oder nicht, oder ihr seid einfach wie Level 4, der einfach aufs Video klickt, dann einen Kommentar schreibt und dann das Video zu Ende schaut. Vielleicht seid ihr auch so, ja. Könnt mir gar nichts. Ich bin so happy, dass wir den scheiß Bookworm gefunden haben. Und den Stapler am Anfang. Der hat das Early Game wirklich erleichtert. Wirklich. 16 Schlüssel. Damit könnte man sogar anfangen. Wow. Hierophant. Nehme ich sofort. Nein, nehme ich natürlich nicht sofort. Was dachtet ihr denn? Ist mir dann auch aufgefallen. Hallo? Fick dich! Ach, dumm! Fuck. Ich wusste, dass es passieren wird. Egal, 70 Münzen. Der kann sich nicht ewig da in diesen Räumen verstecken. Irgendwann muss er da raus. Und dann kaufe ich. Ja, ich mach das. Komm. Egal, ich hab ein Hierophant-Card. Ups, was habe ich da mitgenommen? Nein, was? So. Das war auch das einzige Mal wahrscheinlich, dass ich den Doorstop verwende. Ach ja. Obvious. Egal. Wir haben eine Hierophant-Card. Chaos-Card. Damit könnte ich... Ja, ich muss die mitnehmen. Ich kann dazu nicht Nein sagen. Dazu hätte ich aber Nein sagen sollen. Seht ihr, das meinte ich übrigens mit es kommen dann Huddles-Fehler. Das sind alles komplett verhinderbare Damage-Quellen gewesen. Ich hätte mich da nicht einmal treffen lassen müssen. Versuch dich nicht mehr aufzuzwängen. Ich möchte dich nicht. Wir haben aber auch noch genug Health. Sag mal, bin ich jetzt echt komplett einfach nur falsch gelaufen? Also nicht nur ein bisschen falsch, sondern so richtig falsch. Das ist wie wenn ich Beifahrer bin. Fahrt nie mit mir Auto. Vor allem nicht, wenn ich Beifahrer bin. Ihr kommt nicht an. Aber, egal wo wir dann zusammen enden würden, die Musik, die würde euch gefallen. Vielleicht. Wir haben aber wirklich Glück. Ich bin mir gar nicht sicher, ob, aber wir haben bisher Glück, dass wir keine Curses haben. Hier macht leider mein Buch kaum einen Sinn. Denn, Hilfe.
dann sind die ja nur diese komischen Puddles da. Und dann müssen sie immer noch gekillt werden. Super machst du das, wie du dich da hinter diesem Ding da versteckst. One makes you larger. Wieso sehe ich die? Nein. Möchte ich nicht. Aber wieso konnte ich die jetzt sehen? Hatten wir doch noch gar nicht. Wir hatten doch nur One makes you smaller. Deckt die eine vielleicht die andere mit auf? Der Boss ist da oben. Weißt du was? Er ist down. Ich suche trotzdem noch nach dem Item Room. Der kann jetzt auch nicht mehr als... Oh, da haben sie The Moon. Und ist da. Gut. Hey, du willst Geld. Ach, mach halt. Von mir aus. Soll mir recht sein. Übrigens, hätte ich das vorher gewusst, wäre ich nicht hingegangen. Ja. Ich werde ihm schon ein wenig Geld überlassen. Oh oh. Ja, geh das einfach einsammeln. Komme ich eh nicht dran. Da. Sei glücklich damit. Gut, und die Stars, beziehungsweise The Moon Card, verwenden wir wieder in der nächsten Ebene. Ich habe lange mein Buch nicht mehr verwendet. Wenn ich so drüber nachdenke, hätte ich, glaube ich hin, hätte ich vielleicht The Stars erst in der nächsten Ebene verwenden sollen, weil wir hier schon alles erkundet haben. Naja. Dafür verwenden wir dann The Moon da unten. Auch nicht verkehrt. Und ich bereue auch nicht, dass ich die Chaos Card bei Monstro 2 verwendet habe. Absolut gar nicht. Monstro 2 ist kein schöner Boss. Sag mal, müssen wir zu It Lives oder müssen wir zu... Naja, doch. Aber wir sind ja schon in Depths 2. Cool. Aber Moment, das heißt ja... Okay, sehr gut. Ist egal. Egal. Wenn du hier bist... Ja, sammel einfach alles ein. Ist mir jetzt auch wurscht. Ich kann nur zugucken. Ja, bist du zufrieden mit dir? Sehr schön. Wenn er aber da ist, dann ist er nicht im Shop. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch einen Shop, den wir aufsuchen können, von dem wir etwas erhalten können. Ist gut gelaufen. Wirklich, meine ich ganz ehrlich. Okay, ich... Alright. I guess. Weißt du, wie wär's, wenn du erst hilfst? Hm? Können wir uns darauf einigen, Bumbo? Du hilfst mir beim Killen der Gegner und wenn dann Geld kommt, kannst du... Das ist ja direkt zu dir geflogen. Ich konnte es dir nicht mal wegnehmen. Ja, genau, mach so. Good guy, Bumbo. Ja, keine Ahnung, irgendwie in den Secret-Raum gekommen oder was auch immer das war. Einfach nur mit Geld. An das ich gerade eh nicht rankam. Ich meine, ich hätte es aufbomben können. Aber nee. Da. Speed up. Gut. Seht ihr, das meinte ich übrigens mit Speed kriegen wir sicherlich noch. Und ihr könnt Gift darauf nehmen, dass ich definitiv den Shop hier suchen werde. Das ist quasi sowas Seltenes, dass man Rebuy hat und halbwegs Geld. Das muss ich ausnutzen. Auch wenn es wirklich nur noch ein einziger Floor danach ist, beziehungsweise zwei. Egal. Wenn das die Map ist oder potenziell der Kompass, dann haben wir Zeit gespart. 100%. Und wenn nicht, dann ist es vielleicht ein Item, was uns hilft. Da, weg. Ich wäre fast reingelaufen. Hey, da ist der Boss. Ich hoffe trotzdem, vielleicht kriegen wir eine Hermit-Card irgendwo her. Aber es, wie gesagt, es wäre dumm, nicht zum Shop zu gehen. Es wäre wirklich einfach nicht smart.
auch auf die Gefahr hin natürlich, dass ich das Video so in die Länge ziehe. Könnte da noch was anderes unterwegs sein? Eine Arena vielleicht? Tinted Rocks. The World, guck. Ja, komm, bevor ich hier ewig suche, wo ist es? Ah, seht ihr, da unten haben wir sogar noch was. Okay, gut. Und wir haben Schlüssel und Mass. Auf jeden Fall machen wir das. Du hast einfach eine Bombe gelegt. Super gemacht. Hättest du mich erwischt, hätte ich dich umgebracht. Goldene Bomben. Ratet mal, wo ich die verwenden werde. Richtig, überall. Geld. Ja, okay. Ein bisschen kriege ich auch noch her. Du kannst die Pille da haben, wenn du willst. Die will ich nicht. Ja, dann hol dir wenigstens diese Scheißpille. Dafür gebe ich jetzt nicht noch einen Schlüssel aus. Und ja, es macht tatsächlich Sinn, einen Schlüssel auszugeben, um einen Schlüssel zu erhalten. So lustig oder kurios das klingt, aber unter diesen Boxen können, oder, ja, wie nennt man die? Unter diesen Schlüsselsteinen können Items sein. Nicht Items, aber könnte Geld sein. Ich bin wirklich, wirklich froh, dass wir in der Challenge nicht bis zu Satan oder so müssen. Dass wir, ich meine, ab einem gewissen Punkt ist diese Challenge nicht groß anders wie die anderen Challenges auch, ne? Dann läufst du einfach durch. Du bist einfach stark. Wobei, es wäre immer noch ein Batzen an Weg, den wir gehen müssen. Hey, das hast du echt gut gemacht. Ich weiß nicht warum und was mit dir los ist, aber du machst etwas aus Versehen richtig. Ich bin sehr stolz auf dich. Okay. Ja, hätte mein Buch verwenden können. Hätte ich vielleicht auch sogar sollen. Ja, aber, you know. Es war ein Schlüssel. Scheiß auf einen Schlüssel. Wenn ich Zeit sparen kann. Also wisst ihr, falls, also ich habe ja gesehen, dass einige meiner Leute oder Freunde, die jetzt auch Isaac wieder angefangen haben zu spielen, wenn ihr diese Videos seht oder es noch wisst, würde mich interessieren, wie lange ihr an dieser Challenge hinkt. Denn ich glaube, eine Stunde plus ist nicht selten. So, okay. Also. Wir haben das. Okay. Verwenden wir einmal hier. Eraser. Können wir nur einmal verwenden, ist das Problem. Holen wir uns diese Portable Slot Machine noch mit. Mom's Coin Purse. Eine Batterie. Ah. Tatsächlich ist das alles nicht so wahnsinnig toll. Ich habe mir echt mehr erwartet. Ich dachte echt, wir würden mehr kriegen. Na gut. Egal. Den Eraser, der ist gut, wirklich. Der macht auch hier bestimmt super viel Sinn mitzunehmen. Aber andersrum, das Gamekit habe ich jetzt auch lange nicht mehr verwendet. Nur wenn ich den wegjete, dann habe ich halt gar nichts davon. Ich kann den halt auch nicht mehr aufladen, wisst ihr? Das ist so eine Anti-Synergie mit der Lightbulb. Was der macht, hatte ich glaube ich schon mal erklärt, aber für den Fall, dass ihr es vergessen habt, der radiert einen Gegner komplett aus der Existenz. Das heißt, diesen Gegner können wir in diesem Run nicht mehr finden. Egal wo, egal in welchem Raum, egal in welcher Ebene. Das ist wirklich nicht schlecht. Absolut nicht. Machst du auch was? Achso, du wirfst mir eine Bombe zu. Das ist lieb. Krass. Wir haben aber wirklich Pech gehabt. Ich habe sogar das Geschenk im Shop verwendet, in der Hoffnung, da entweder Kompass oder Karte zu erhalten. Aber wir haben beides nicht bekommen. Naja. Nicht schlimm. Der Logik nach und meinem absolut unvergleichlichen Glück würde ich vermuten, dass wir jetzt gleich einen Devil Deal kriegen mit Money Equals Power. Warum eigentlich immer Blumen haben?
Ich glaube, ich weiß, dass ich unendlich Bomben habe. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich die verwende, werde ich mich früher oder später selbst damit verletzen. Deswegen bin ich ein bisschen zaghaft, was das angeht. Diese ganzen Spinnen machen mir nämlich zu hektische Bewegungen. Außerdem geht's doch so. Ein Booster-Pack. The Stars hilft uns nicht mehr. Was haben wir denn hier? The Stars. The Stars. Tour of Spades. Ja gut, die können wir direkt verwenden. The Devil ist nicht schlecht. Stars, wie gesagt, hilft nichts. Chariot haben wir quasi. Würde ich sagen, eher den Devil. Okay. Curse? Nein. Dann nicht. Übrigens, es gibt wieder einen Grund mehr, diese Bücher zu, oder dieses Buch zu verwenden. Denn wir haben uns ja eine Batterie, glaube ich, gekauft, ne? Und dadurch kriegen wir eine Aufladung gratis. Sollten wir also auch durchaus verwenden. Ja, war spät. Was soll ich machen? Jetzt kriege ich die, weißt du? Nee, da oben noch nicht. Da ich keine Verwendung für mein Geld habe, kriegst du das. Klingt das nach einem Deal? Wie wär's, wenn du mir die Karte gibst? Oder nicht? Auch in Ordnung. Dann halt nicht. Weißt du? Kackraum. Kackraum. Einfach Kackraum. Besser. Viel besser. Ich habe... Ja, so viel ist gar nicht mehr. Vor allem, wir müssen keine Shops mehr aufsuchen. Keine Item Rooms mehr. Das heißt, sobald wir den Boss gefunden haben, geht schnurstracks weiter. Man könnte ja quasi sagen, jetzt geht's schneller. Möglicherweise. Vielleicht auch nicht. Ich glaube, wow. Auch nicht, dass wir die Devil Card groß verwenden müssen. Moment, ich muss mal gerade ganz kurz überlegen. So. Nicht gesehen. Da hinten sind aber noch genügend Herzen. Weißt du? Nein. Auch wenn das jetzt ein Umweg ist, den nehme ich in Kauf. Den nehme ich absolut in Kauf. Denn das ist immer noch kürzer, als diese Challenge zu wiederholen. Und im Falle eines Falles können wir uns Breakfast auch noch mitholen. 100% Devil Deal. Ob der jetzt noch so hilfreich ist, weiß ich ja nicht. Das müsste schon ein... Das müsste schon ein Brimstone sein. Ich, okay. Was war das für eine Karte jetzt? Lovers, ne? Okay. Schöner Raum. Wisst ihr, mir sind diese Räume tatsächlich gar nicht mal so unlieb. Ist das ein Wort, was es gibt? Denn wenn ich noch nicht mal in die Überlegung komme, ob ich ein Item verwenden muss, dann weiß ich, dass der Raum eigentlich relativ klein ist, was die Gegner angeht. Und dann sollte das Ganze recht zügig gehen. Ich sag zwar immer wieder, und dazu stehe ich auch, bei Isaac sollte man sich nicht beeilen, aber wenn es natürlich so etwas ist, wo man... Oha. Oha. Moment. Ja, ich sag nicht, man sollte sich nicht beeilen, aber... Nein. Forget it. Ich möchte... Weißt du, ich habe im Hinterkopf, dass ihr das guckt. Weißt du, und ich möchte natürlich, dass ihr alles davon seht. Und ja, natürlich, ihr könnt das jederzeit skippen. Ihr könnt auch einfach die ganze Zeit auf die L-Taste hämmern, um 10 Sekunden vorzuspringen. Ich werde meine Statistiken angucken, um zu schauen, wie viele von euch hier in diesen 10 Sekunden Abschnitt nach vorne gesprungen sind. Aber, ich meine, hey, es ist immer noch semi-interaktiv. Ich möchte mit euch quatschen, sofern oder soweit, wie das möglich ist. Und ja, das ist halt eine Möglichkeit. Ich glaube tatsächlich, dass diese Challenge hier auch nicht im Hard-Mode gestartet ist. Ich glaube, die wenigsten sind das. Ist schon hilfreich. Ist schon hilfreich hier. Vor allem diese eine Batterie, ja. Es ist immerhin eine Aufladung mehr, ne? Wisst ihr, was auch super wäre? Hätte ich das vorher gewusst, wäre sowas wie Guppys Kopf gewesen, das quasi immer voll aufgeladen ist.
Naja, nicht immer, ne? Aber logischerweise, wenn ich einen Raum betrete oder einen Raum cleane. Das wäre echt gut gewesen. Und ja, ich weiß, wurde uns angeboten. Aber ich bereue die Entscheidungen nicht für die Items, die ich mitgenommen habe. Wenn überhaupt, hatte ich noch überlegt, Contract from Below mitzunehmen für die doppelten Drops. Aber nachdem ich jetzt sehe, wie sich das Ganze hier entwickelt, glaube ich auch nicht, dass das nötig gewesen wäre. Ich wäre schon wieder fast gegengelaufen. Da oben können wir das Buch nun verwenden. Das war knapp. Wie hast du mich bitte nicht erwischt? Und wie hast du mit der Bombe verfehlt? 51 Schlüssel. Okay. Mumbo ist... Ja, weißt du... Er ist da. Oh, hier wäre ja der Boss schon gewesen. Oh. Ah, gut. Ah, gut. Dann machen wir den auch direkt. Nein. Definitiv. Ich bin da übrigens gegen gelaufen. Gegen, hier, ich zeig meinen Finger drauf. Gegen diese Dinger da oben links. Speed up. Okay. Teleports. Eventuell. Hier kann auch kein Krampus mehr sein. Eye of the Occult will ich nicht. Littlehorn. Denkbar. Und das auch nicht. Ja. Machen wir so. Holen uns dennoch das Health mit. Denn, warum sollte ich etwas riskieren? Ich denke nicht, dass noch was passiert. Telepilz, ja, kann gut, kann schlecht sein. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Deswegen nehme ich lieber den Devil mit, der ist auf jeden Fall safe. Safe fair. Ich hab's... Ey... Ich sage das in so vielen Parts und ich lüge einfach nicht, weißt du? Ich sehe nicht, wenn ich erwischt werde. Ich muss zum Augenarzt. Ich habe das Gefühl, ich werde langsam farbenblind. Wirklich. Damit ist nicht mehr zu spaßen. Ist hier gerade noch mein Maul aufgerissen, von wegen, ja, hier ist schon so gut wie geschafft. Zack. Schon gucke ich blöd. Weg! Mit euch. Item schnell wechseln, damit ich den Buff krieg. Bombe legen. Ausgetänzelt. Wow! Ja. Ich müsste mal schauen, wie viel Contact Damage er macht. Nein! Nicht mal im Traum kämpfe ich gegen euch. Nope. Forget it. Ja, hätte ich drüber laufen können. Und? Ich weiß, dass ich die Socken noch habe. Und? Was hätte das jetzt für einen Unterschied gemacht? Glaubt ihr, ich kann noch 51 Schlüssel ausgeben? Ich denke nicht. Immer noch nicht voll. Ah, ich liebe Littlehorn. Oder Bighorn, wer auch immer du bist. Gute Liebeserklärung. Ich liebe dich, wer auch immer du bist. Romantik pur. My Zephyr senses are tingling. Die sagen mir, ich war gerade falsch. Ah, wieso mache ich mein Buch denn nicht? Dafür hab ich's doch. Saffe. Weißt du, genau für so einen Fall hab ich's. Ich so, ne. Nö. Bei euch bringt mir auch GameKit nicht. Das ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen. Denn ihr geht einfach weg. Ihr versteckt euch. Using a key heals half a heart. Ja, gibt es halt, ne? Oh, es gibt übrigens Challenges, wo das super hilfreich ist, fällt mir gerade ein.
Eine Challenge in particular. Okay. Passt auch, denn hier können wir... Oh, guck mal. Mit diesem Buch jetzt reingehen. Verwenden. Das. Und sollten gleich durch sein. Er steht einfach drin, aber ist wie so ein richtiger Boss. Guck mal. Er legt sogar Bomben wie ein richtiger Boss. Sehr schön. Weniger als eine Stunde. Dachte ich, also ich bin mir sicher, bei meinem ersten Durchlauf davon waren das 1,5 Stunden. Ziemlich sicher, weil ich weiß, dass ich hier sehr viel länger gebraucht habe, als bei den bei diesen regulären Runs zu einem Endgame-Boss. Anyway, bin ich zufrieden mit. Einmal gemacht, nie wieder. Dachte ich schon mal. Und oh boy, war ich falsch. Dann kam ich auf die Idee, wieder Isaac-Videos hochzuladen. Und schwupps, habe ich es wieder gemacht. Leute, danke fürs Zuschauen bei The Binding of Isaac und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut!